Warum? Das fragen sie sich hier alle. Immer wieder kommen sie zum Rathaus von Gottenheim bei Freiburg, legen Blumen ab, zünden Kerzen an. Ein Kind aus ihrem Ort wurde vermutlich ermordet. Man fühlt richtig mit der Familie mit, was in einem eigentlich vorgeht, wenn auf einmal das Kind nicht mehr da ist. Und man sieht es ja hier, ganz viele Gottenheimer fühlen da mit und es ist unbeschreiblich, also dass es genau in dem gleichen Ort eben passiert. Ich habe Gottenheim noch nie so ruhig und still erlebt. Jeder zieht sich momentan zurück. Jeder muss jetzt diese Informationen verarbeiten. Ich auch. Ich tue mich momentan wirklich sehr schwer. Eileen, sie wurde nur 14 Jahre alt. Am Nachmittag wurde bekannt, der Mann, der unter dringendem Tatverdacht steht, saß 10 Jahre lang in Hessen in der Psychiatrie wegen eines Sexualdelikts, begangen als Jugendlicher. Der Täter beging damals einen Angriff von hinten auf ein 11-jähriges Mädchen. Durch Urteil des Amtsgerichts Wetzlar aus dem Jahre 2007 wurde er wegen versuchtem sexuellen Missbrauch in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und versuchter Vergewaltigung verurteilt. Hier im Teufelsee in der Wetterau hatte die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Leiche der Jugendlichen am Freitag entdeckt. Verschwunden war Eileen schon eine Woche vorher. Die Polizei geht davon aus, dass sie schon in der Nacht ihres Verschwindens getötet worden war. Darauf deuten die Handydaten des Verdächtigen hin. Eileen hatte den 29-Jährigen über das Internet vor mehreren Wochen kennengelernt. Es sind die großen sozialen Netzwerke tangiert. Und eben ein Spiel, Fortnite, ich glaube, es ist sehr verbreitet. Eins der größten Online-Games, die es weltweit gibt im Moment. Eileen, da ihre Leiche so lange im Wasser lag, steht die Todesursache noch nicht fest. Die Obduktion ist schwierig, aber wir haben aufgrund der Gesamtumstände und auch aufgrund der Erkenntnisse zum Beschuldigten tatsächlich im Moment den dringenden Tatverdacht auch wegen eines Sexualdelikts. Der Tatverdächtige lebte bisher in Wetzlar. In seiner Wohnung hat die Polizei persönliche Gegenstände von Eileen gefunden. Bisher verweigert er aber jede Aussage. Und so können die Menschen in Gottenheim nur hoffen, dass sie irgendwann eine Antwort finden werden auf ihre Frage: Warum?